Hallo, willkommen zum besten Format auf YouTube. Dieses Intro war gar nicht geklaut. Willkommen bei Ausgerotzt. Wir sind nicht alleine. Alter, hatten wir uns nicht auf rausgerotzt geeinigt? Rausgerotzt ist auch gut. Und damit willkommen zum ersten Thema. Also ich war... Wir besprechen heute ein sehr prägnantes Thema, worüber Forscher sich schon sehr lange drüber beschäftigen, nämlich, warum kommen die besten Ideen beim Kacken? Fangt an zu diskutieren. Ja, das wäre jetzt der Punkt, wo du sagst. Okay, also es ist doch tatsächlich so, dass wenn du den ganzen Tag über irgendwas nachdenkst und du kommst nicht drauf, ne? Ich schon in dem Moment, wo du auf dem Lokus auf dem Thron sitzt, kommt dir die Lösung, die Idee, der Funke. Ne? Geht euch das nicht so? Deswegen kam es doch zu spät, das ist was anderes. Nein, aber kennt ihr das nicht, wenn du irgendwie den ganzen Tag an irgendeiner Thematik rumdokterst? Und das ist ja nun mal so, wenn du verkrampft nach einer Lösung oder sowas vielleicht suchst, es fällt dir ums Verrecken nicht ein. Vielleicht, ne? Aber... Keine Ahnung, du siehst irgendwas und denkst dir, ne, den oder das kenne ich und den ganzen Tag fällt dir ums Verrecken nicht ein. Dann gehst du kacken und zack, du hast Ruhe fällt dir in dem Moment ein. Du bist meistens da alleine. Da fällt dir nicht nur was ein, da fällt dir auch du was bist raus. Abgekapselt vom ja, das ist ein anderes Thema. Lebens, weil okay, da reden wir dann beim nächsten Mal drüber. Hast du ja meistens nicht zu sehen. Ausblick, du hast nicht so viele Leute, mit denen du dich unterhältst. Du bist auch ganz auf dich eingestellt. Du bist nur auf deinen Körper, musst dich nur auf den hören und der anhören, was der für Geräusche macht. Ja. Und das ist wie so eine Art Meditation. Da ist das für mich schon ganz verständlich, dass diese Atmosphäre beim Kacken sehr gut zum Nachdenken anregt. Okay, da muss ich auch mal in die griechische Mythologie überschwenken. Kennt ihr diese Statue, die ihre Hand so ans Kinn anlegt? Ja, vor allem, weil der denkende Mann ist und so nachdenkt. Genau. So ähnlich sitzt. Und weißt du, war es nicht der denkende Mann oder so? Ja. Ich weiß es nicht genau. Der heißt aber, allerdings, stellt euch mal vor, der würde nicht auf irgend so einem komischen Stein sitzen, sondern auf der Toilette würde diese Position nicht auch klappen. Ja, ja. Man sitzt ja auf der Toilette nicht so wie auf am Schreibtisch. Okay, ich habe es gerade tatsächlich so ein Bild gegoogelt. Das ist, das gibt jetzt gerade übelstes Kopfkino. Ja. Im Mann war da so, der Sinn des Lebens. Ja, ja, natürlich, natürlich. Alter. Okay, ja, aber ich weiß, was du meinst. Das ist, ne? Ja, und weil dann noch zusätzlich Stuhl. Sachen aus deinem Körper rausgeleitet werden, verdoppelt sich das. Deine Beine sind ja viel tiefer und angewinkelt. Meinst du, die Körperhaltung hat nicht nur was mit entspanntem Kacken, sondern auch mit entspanntem Denken zu tun? Also wir sind ja in der Anatomie. Ich denke, das und leitet sich aus beiden Sachen heraus und kombiniert das zum Besten des Besten. Ja. Ich meine, du strengst dich an, du gibst Druck auf deinen Körper, das Blut fängt an zu schießen, das Herz pumpt immer mehr, es füttert dein Gehirn mit Energie. Das sind alles... Okay, also fassen wir zusammen, Kacken regt nicht nur die Durchblutung an, sondern fördert auch das logische Denken, ja? Würde ich mal so sagen, ne? Ja, ich weiß nicht, ob das unbedingt anatomisch was damit zu tun hat. Also da bin ich schon eher bei der Theorie der Atmosphäre. Ja. Also ich glaube, die hat... Es ist merkwürdig, was es für Bilder gibt, wenn man nach anatomisch Kacken sucht. Boah, wie krank ist die Welt, ey. Kennt ihr denn eventuell die South Park-Folge, falls das jemand von euch guckt, wo erzählt wurde, Das ist natürlich interessant, aber das Problem ist, dass da meistens ja die Wände sind.
mit dem Arsch in Richtung Spüle sitzen sollte, weil das als Art Ablagefach dienen soll. Ja, bei mir geht das nicht. Also da kannst du deine Arme drauflegen, eventuell ein Buch hintun und ein bisschen so entspannt lesen. Ja. Ja, du kannst dich ja ein bisschen gegenlehnen. Wer weiß, wie dein Klo aufgebaut ist. Ja, aber... Könnte ja zum Beispiel direkt ein Fenster hinterm Klo sein. Ja. Dann hast du sogar noch einen schönen Blick in die Ferne. Das fördert dein Ideenreichtumsanwachstum natürlich auch an. Die Wörter habe ich gerade frei erfunden. Ja, wobei wiederum auch, ne? Ich habe zum Beispiel so eine Toilette, das ist ein Innenraum. Ja. Kein Fenster. Ich bin jetzt gerade auch bei dem Fenster, beim Rausgucken, Kacken. Also mal abgesehen davon, dass bei mir das Fenster ein bisschen zu hoch wäre dafür. Aber es wäre eigentlich gar keine so schlechte Idee, wenn man schon vernünftig nachdenkt beim Kacken. Und ich finde, das ist auch eine sehr entspannende Atmosphäre. Du hast keine Einflüsse von außen, sondern nur Ausflüsse von innen. Ja, das ist schlecht. Und Naturgeruch. Oh, Alter. Für die nächsten Aufnahmen müssen wir gewisse Regeln aufstellen. Außer halt so Platschen. Hast du, oh, sehr schön gesagt, hast du eine Lüftung, die an ist? Mhm, genau. Okay. Ja, es gibt ja diese... Ja, richtig. Genau, es gibt ja diese Lüftungsdinger in diesen geschlossenen Baddingern, die so nach, was weiß ich, so und so viele Sekunden, die das Licht an ist. Jemals eine gute dann Idee das, gehabt auf einer die Lüftung davon aus, seitdem man gerade kacken ist und springt halt auch an. Die finde ich immer eher störend. Siehst du? Wenn man auf. Was jetzt, wenn sie einen Ventilator daneben stellt? Dadurch wird deine Konzentration gestört. Ja. Ja. Ich vermeide es nicht, ob ich zu Hause eine hatte. Ja. Vielleicht, also weil da auch die letzten Junkies draufgehen. Ja, aber es ist halt, glaube ich, weniger der Punkt, dass da ein Junkie drauf geht, sondern einfach, dass der Gedanke daran dein Wohlfühl oder dein Wohlgefühl, deine Komfortzone verletzt und du deswegen gar nicht so dich, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, gehen lassen kannst, wie du es zu Hause machen würdest. So. Ne? Also damit sind wir wieder bei dem, was Svan war, als ganz zu Anfang mal sagte, dieses, ne, du hast einen abgeschotteten Bereich, du hast keine störenden Einflüsse von draußen. Für den einen oder anderen kann ja auch so ein Lüftungssummen durchaus angenehm sein und Bamba braucht das vielleicht auch. Du hast echt einen komplett geschlossenen Raum, ohne Fenster, ohne Lüftung. Genau. Das ist ja scheiße. Alter. Also das ist hier diese komische Breeze One Touch, ne? Ja, das okay. Anatomische Kacken, guck mal. Nee, aber ich glaube tatsächlich, das ist so einer der größten Faktoren, die damit reinspielen. Dass du einfach vom, ja, wie sagtest du vorhin, vom Alltag ist deine wegkommst, Körperhaltung, ne? Dann? Ist zumindest die Erklärung, die mir, glaube ich, am ehesten gefällt. Bei anatomisch Kacken bin ich noch nicht so ganz bei euch. Falsch rum auf dem Boden sitzen. Ja, genau. Du würdest ja nicht nachdenken, wenn du jetzt zum Beispiel im Stehen bist. Oder irgendwie gerade auf einem Stuhl sitzt. Beim normalen Nachdenken. Oder... Achso, ja. Du bist jetzt aber noch beim Lokus, nicht beim regulären tagsüber Nachdenken. Okay. Ja. Genau. Du versuchst ja auch immer deine Körperteile so zu platzieren, dass es für dich am gemütlichsten ist. Das ist zum Beispiel diese Denkerpose, den Arm aufs rechte Bein oder aufs linke und die Hand gegens Kinn. Und dabei spannst du auch deinen Körper etwas an. Richtig. Und es flutscht. Da würde ich dir voll und ganz zustimmen. Würde ich jetzt mal sagen. Sowohl mit den Ideen als auch mit allem anderen. Genau.
Ja, es ist eine Kackidee, die man dann hat. Gut, einigen wir uns auf einen minimalen Einfluss der Anatomie bei großem ja. Einfluss des Feng Shui. Ja. Da ja. Kackidee, ehrlich. Das wissen wir ja nicht. Genau. Weil ich habe nur scheiß Ideen. Ja. Wir wissen ja nicht, ob Aisel wie bei South Park eine Schüssel hatte. Ja. Oder gar auf Toilette war und aufgenommen hat. Aber die Idee, das hier zu machen, hatten wir nicht beim Kacken, oder? Wir wissen nicht, welcher Faktor eintrat. Nein. Beim Käse diskutieren. Achso, war ja Aisels Idee. Aisel. Ich glaube, darüber brauchen wir auch gar nicht sprechen. Genau, wir machen es ein bisschen flüssiger. Also in die Hose habe ich es mir schon mal nicht gemacht. Nicht? Nee. Na, dann kann die Nummer ja nicht in die Hose gehen, das ist okay. Okay, dann würde ich aber auch sagen, ich denke mal, unsere Ideen zu dem Thema gehen wir leicht zur Neige. Also ich können sag wir von mal, diesem Punkt ja auch zu einem anderen Thema überschwenken. Ich lüge jetzt nicht. Ich habe das schon mal in der Dusche. So, pinkelt aber ihr beim Duschen in die Dusche den ja meisten, oder nein? Nee, dann dusche ich gar no nicht way. Erst. In den meisten, also in den ja schon so widerlich wieder. Mach ich das nicht. Also ich... Ja, das ist, betrunken wenn ich dusche, gehe jetzt immer vor der Dusche auf die Toilette. Ach so. Und ich hab's halt vergessen. Und dann hatte ich einfach, ist einfach so diesen gekommen. Druck. Und das ist wie wenn du schwimmen gehst, ne? Es ist Wasser um dich herum. Kommen. Ja, da merkt man es nicht, wenn das Wasser auch noch rauskommt. Die Wassertropfen, die in dieselbe Richtung wie der Urin ging, waren der Trigger, dass das sich von selbst ausgelöst hat. Ja. Das heißt, ja. Dein Feuerwehrschlauch hat einfach losgesprüht, ohne dass ja, du es gemerkt hast. Das finde ich auch ekelhaft. Jedes Mal. Ja. Also wenn es andersrum wäre, würde ich das auch etwas... Ich weiß ja nicht genau, wie das mit Rohrbausystem ist, ja, aber es gibt ja tatsächlich Abfluss Leute, die das irgendwie permanent machen. Das sind so Sachen, die ich tatsächlich oder? Überhaupt nicht verstehe. Also, es geht doch nicht dasselbe. Ja? Ja? Also ne, ganz ehrlich, die Minute vorher, um nur pinkeln zu gehen, habe ich auch noch. So gehetzt musste ich jetzt noch nie duschen. Ja. Ja, dass das zumindest nicht so stark gereinigt werden muss wie in Toilettenwasser. Ich glaube doch, das geht alles in die Kanalisation ein. Ja, da bin ich jetzt gerade auch echt nicht im Thema. Also aber es wird wahrscheinlich nicht im Leitungswasser landen, so viel das nein. Ja, stimmt auch der wieder. Meint wahrscheinlich, aber im Endeffekt dass das Wasser ist es ja, irgendwie zirkuliert. Und bei den Leuten, die das ja jedes Mal machen, ja. Die stehen ja jedes Mal für ein paar Sekunden. Nee, also ich glaube schon, dass das letzten Endes in den entsprechenden Kläranlagen überall im selben Pott landen wird. Das ist, ja, das ist halt diese schon. Weil du wächst ja auch Gestank damit weg. Ja, aber wenn ich mich schon sauber mache. Ja. Also, zumindest an den Füßen. Und es spritzt ja auch. Also ich gehe ganz aber ich meine, wenn du es so oft siehst, kannst du echt in schlimmeren Sachen stehen, als in deinem eigenen Urin. Also das ist. Der hat dich vom Inneren nicht zerfressen, dann wird sich vom Außen. Jetzt ist ja noch die Frage, macht derjenige das, bevor er sich abgeduscht hat oder danach? Ja. Dabei. Ja, also erst schön einseifen und abschäumen und dann einen rauslassen? Oder? Ja, das ist das Naheliegendste, aber die Menschheit ist nicht immer unbedingt naheliegend, ne? Wir bräuchten da mal ein paar Exempel, jemanden, ist ein Nana noch da? Entschuldigung. Nee, also
Ich glaube, das ist richtig. Was. Ich habe da noch nie irgendwie den Drang zu gehabt. Also ich muss jetzt dazu sagen, ich habe noch nie mit einem besoffenen Kopf unter der Dusche gestanden. Vielleicht ist das nochmal so eine Hemmschwelle für den einen oder anderen. Aber es, im Normalfall ist es ja, ja so, dass die Dusche jetzt nicht unbedingt 3 Räume vom Klo entfernt ist. Ja, jetzt ja, nehmen richtig. Wir mal so mehr Familienhäuser mit ne, wirklich getrennter WC und Waschbereich ja. voneinander, ne, hast du ja schon mal, aber auf dem Weg zur Dusche kommst du im Normalfall an irgendeiner Örtlichkeit vorbei. Ja, ja, also im Endeffekt stimmt es ja auch, weil du machst es ja danach sauber, wie dich. Ich meine, ich piss doch auch nicht ins Spülbecken, bevor ich meine Teller spüle. Ja. Ja, sorry, ist doch genau dasselbe. Also, ne, hier pisse ich mir ans Bein und da sage ich mir, oh komm, die Spüle ist gerade greifbar. Ne? Oh, ja, ja. Der Teller ist eh schmutzig, kann ich nochmal eben durchziehen. Ja, ja, ja. Das Wasser fließt halt immer weiter auf dich hinab und du wächst es immer weiter, auch während es halt passiert. Ja, hast du nicht gesagt. Ich denke mal, das ist für die Leute dann so der Punkt, dass es die einfach nicht juckt. Vier. Weil du ja danach eh wieder sauber wirst. Die Hände, ja, das wird sein, weil du denkst, ach komm, jetzt stehe ich hier sowieso, ich muss mich da eh noch einseifen und abschäumen. Er macht es nicht und findet das sinnlos, weil man danach ja eh duscht und sich sauber macht. Was pinkeln beim Duschen? Das fand ich ekelhaft. Nein. Also wenn er die Situation hat, dass er auf Toilette geht und danach in die Dusche, dann wäscht er sich nicht die Hände nach dem Toilettengang, weil er ja eh duschen geht. Ja. Was, der wäscht sich vorm Duschen die Hände und nach dem Duschen nochmal? Ja. Ja. Ja, ja gut, ich weiß, was du meinst, aber unter der Prämisse, das, was wir jetzt gerade gesagt haben, mit dem, ne, man macht sich danach sauber, das Erste, was du im Normalfall in der Dusche reinigst, sind die Hände. Also so mache ich das, weil du guckst ja allein schon eine Wassertemperatur, bla bla bla, also das Erste, was ja theoretisch sauber wird, sind die Hände, insofern kann ich den Aspekt schon nachvollziehen. Ja, nee, aber man macht sich ja schon die Hände sauber, weil man ja in den Kontaktraum kommen. Pissst du dir auf die Hände oder? ich wollte gerade deine fragen, kompletten ich. Hände voll. Ich weiß ja nicht, wie du auf Toilette gehst, aber wenn ich fertig bin, habe ich den Urin nicht auf meinen Händen. Wahrscheinlich auch nicht. Ja. Ja, das ja. Aber ich glaube, das ist wieder so eine Lebenseinstellung, normalerweise auch. Keine Ahnung, da was man jetzt verbuchen soll, so eine Einstellungssache. Klar, wenn jetzt jemand sagt, ne, jetzt gehe ich mal eben pinkeln, bevor ich duschen gehe. Also das fände ich zum Beispiel jetzt weniger schlimm, als in der Dusche zu pinkeln. Ja, aber dann ich stehe jetzt laufen, sowieso unter fließendem Wasser und dann erst was nass wird in meine Hände. Ja, das ist doch ein bisschen. Also ich mache es eigentlich so. Ja. Dass ich kann das Wasser ich so eh sagen, schon ein bisschen immer. Vorlaufen was, lasse, damit es sich erwärmt, weil ich bin Warmduscher, kein Kaltduscher. Ich weiß ja, aber manchmal braucht das Wasser halt ein bisschen. Manchmal brauche ich ja länger. Ja, okay, gut, das ist bei mir nicht so. Ja. Ich brauche ja keine 10 Minuten, um zu pinkeln. Ja. Als ob deine Blase für 10 Minuten gefüllt wäre. Was? Nein, darüber reden wir, glaube ich, nicht. Ja, vielleicht, gut, also, wenn du angespannt am Denken bist, was uns jetzt zum vorherigen Thema zurückleitet. Oh Gott, ey, was sind das? Nächstes Mal brauchen wir vernünftige Themen, politische Diskussionen oder sowas. Oh nein, tschüss. aber ich weiß, was Wannbar meint. Du bist halt mal bist du relativ zügig fertig und mal dauert es halt einen Tacken länger. Wir sprechen ja jetzt nicht von 10 Minuten. Mhm. Ne? Jetzt muss ich und? Dazu sagen, bei mir ist das Wasser auf Temperatur, was sobald gar nicht ich den geht, Hahn auf die entsprechende verbinden. Nämlich Kacken Stelle drehe, wenn nachdenken. Du jetzt hier irgendwie noch mit so einer Therme oder was arbeitest und die muss halt erstmal aufheizen. Ja, mein Gott. Prinzipiell ne? Stimmt das schon. Also fassen wir zusammen, nach dem prinzipiell Pinkeln stimmt Hände das, waschen weil und, natürlich viele Leute noch unter der Dusche Sachen einfallen. Und wenn man diese Faktoren kombiniert, Kacken und Duschen, das wäre der ultimative. aber da würde man vielleicht so einen Schock kriegen, so einen Denkschock. Wäre das Schlimme. Nur da hast du ja deine Denkerpose nicht.
Weil dann kommt... Das wird echt eklig. Ja, ja. Meinst du, das wäre eine Überdosis Genialität? Ja. Ja. Und mit der Denker, mit der Denkerpose, Esel, du weißt ja nicht, wie Wanwoll unter der Dusche steht. Ja, ja. Das steht ein bisschen bei dem Bein drin. Ich finde, bei dem Projekt so in der Luft angewinkelt, damit er seinen Arm darauf ablegen kann. Ja, warte mal noch so 20, 30 Jahre, dann brauchst du auch so einen Duschschocker, ne, weil du zu alt bist zum Stehen. In Angst, das auszurutschen. Oh Mann. Okay, wollen wir diese kontroverse Diskussion an dieser Stelle einfach mal fließen lassen? Gerne. Ja, natürlich. Schreibt uns in die Kommentare einfach voll. Stimmt ihr uns zu? Stimmt ihr uns nicht zu? Was macht ihr anders? Macht ihr es genauso vielleicht? Genau. Habt ihr geniale Ideen beim Kacken? Ja, nicht. Wie ist das mit Frauen in der Dusche? Auch da könnt ihr Themen in die Kommentare schreiben. Pinkelt ihr beim Duschen? Also bei mir und den anderen. Schreibt in meine Kommentare. Nicht. Bei Acel und Wanwa sind die Kommentarfunktionen deaktiviert, also kommt auf meinen Channel. Und schreibt es einfach mal in die Kommentare. Und ja, was wir beim nächsten Mal machen, ich habe noch keine Ahnung, ob ich überhaupt eine nächste Folge will. Ja. Genau. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Nee, also Kommentarfunktion ist nur bei mir an. Exklusiv auf meinem Channel. Dafür hat Acel das Bildmaterial und Wanwa den Ton. Genau. Das wäre doch mal eine geile Kombination. Startet alle drei Videos. Okay, das wäre mal wieder ein anderes Projekt. Zu sehen. Also haut einfach die Kommentare schön voll mit Themen oder halt zu unserer Diskussion passend. Oh, das wird okay. Dieses Format wird jetzt vermutlich jeden Sonntag einmal kommen. Und die Themen werden von A bis Z sein. Also sowas wie jetzt könnte kommen. Und irgendein noch größerer Schwachsinn könnte kommen. Oder es wird um Käse gehen. Oh, ja. Mit ihrem Käse. Ernsthaft, Leute, die nächste Folge wird um Käse gehen. Das verspreche ich an der Stelle schon mal, damit die beiden einfach Ruhe geben. Ja, wie gesagt, lasst Kommentare bei uns allen da. Gerne auch einen Daumen nach oben. Und dann würde ich sagen, Jungs, haut rein. Ja, tschüss.